Herzlich willkommen zur Zeit im Bild 2. Der deutsche Geheimdienst hat offenbar neue Belege für Kriegsverbrechen der russischen Truppen. Bedeutende Verluste räumt die russische Führung in der Ukraine ein. Tonbandaufnahmen sollen Gräueltaten russischer Soldaten belegen. Die EU einigt sich auf ein neues Sanktionspaket. Zu Österreichs Position im Konflikt mit Russland ist Neos Klubobfrau Beate Meindl-Reisinger live im Studio. Unter Druck steht der französische Präsident Emmanuel Macron wenige Tage vor dem ersten Durchgang der Präsidentschaftswahlen. Wir schalten live nach Paris zum Politologen Henri Menudier. Fehltritt: Ein Polizist soll bei der Räumung der besetzten Baustelle in der Wiener Lobau einen Aktivisten getreten haben, kritisieren Umweltschützer. Wir beginnen aber in Israel, wo es offenbar Verletzte und auch Tote bei Schüssen auf Passanten im Zentrum von Tel Aviv gibt. Bei dem Anschlag sollen nach Angaben von Sanitätern mindestens 2 Menschen getötet worden sein. Zumindest 8 weitere Menschen erlitten Schussverletzungen. Ein Attentäter habe auf Besucher einer Kneipe auf einer belebten Straße geschossen, teilte die Polizei mit. Sicherheitskräfte suchen zur Stunde nach dem Täter. Die Polizei rief die Anwohner auf, ihre Häuser nicht zu verlassen. Und wir gehen jetzt live zu unserem Reporter Tim Kupal in Tel Aviv. Was weiß man denn zur Stunde? Was wir wissen ist, der Anschlag ist vor etwa 1,5 Stunden verübt worden, wie Sie gesagt haben, im Zentrum von Tel Aviv in der Dizengoff-Straße. Eine sehr belebte Weckestraße hat ein Attentäter, mindestens ein Attentäter muss man derzeit sagen, auf Besucher einer sehr gut besuchten Bar geschossen. Die Bilanz haben Sie erwähnt, mindestens 2 Tote, 4 Menschen schweben in Lebensgefahr, 4 weitere haben schwere Schussverletzungen erlitten. Das kann noch weiter steigen, diese vorläufige Bilanz. Ich sage mindestens ein Attentäter, weil es sind 1000 Mann von Polizei und Militär im Einsatz auf der Suche nach einem oder mehreren bewaffneten Attentätern, die sich in der Gegend im Zentrum von Tel Aviv verschanzt haben könnten. Es werden Häuser durchsucht zur Stunde. Anrainer werden aufgefordert, ihre Wohnungen nicht zu verlassen, nicht auf den Balkon zu gehen, nicht auf die Terrasse zu gehen, sich von den Fenstern fernzuhalten. Wir wissen noch nicht mehr zur Stunde. Es ist ein Anschlag, der gerade erst verübt worden ist, sozusagen, und die Suche nach den Attentätern ist noch im Laufen. Was wir wissen, es ist ein weiterer trauriger Höhepunkt einer Anschlagsserie, die in den vergangenen 2 Wochen 11 Menschenleben gefordert hat. Die blutigste Anschlagsserie seit 16 Jahren, und es dürften auch die blutigsten Anschläge hier in Tel Aviv seit 6 Jahren sein. Eine Reaktion gibt es schon. Die Terrororganisation Hamas hat den Anschlag in einem kurzen Statement begrüßt, aber ausdrücklich nicht die Verantwortung dafür übernommen. Vielen Dank für diese ersten Berichte, Tim Kupal, und alles Gute nach Tel Aviv. Und damit zum Ukraine-Krieg. Es ist ein bemerkenswertes Eingeständnis der russischen Führung. Erstmals spricht man heute von bedeutenden Verlusten beim Krieg. Kreml-Sprecher Peskow hat das am Abend eingeräumt. Bisher hatte man nur von etwas mehr als 1300 getöteten Soldaten gesprochen. Den Rückzug aus der Region um Kiew nennt er ein Zeichen des guten Willens. Doch die Zustände vor Ort zeigen das exakte Gegenteil. Immer mehr Hinweise auf Gräueltaten und die gezielte Ermordung der Zivilbevölkerung finden sich dort. Abgefangene Funksprüche von russischen Soldaten, über die der Spiegel heute berichtet, sollen das belegen. Auch dass paramilitärische Gruppen im Auftrag von Moskau im Raum um Kiew im Einsatz waren. Der deutsche Geheimdienst BND wollte die Existenz der Bänder aber nicht bestätigen. Paul Huemer berichtet. Das Spielen mit Lego-Bausteinen, eine willkommene Ablenkung für Nikita und seine Mutter Diana. Fast einen Monat haben sie sich hier in Butscha vor den russischen Soldaten versteckt. Ohne Heizung, ohne Strom und ohne funktionierende Wasserversorgung. Ich konnte nicht flüchten, es war zu riskant mit dem Kind. Wir haben kein Auto und wussten nicht, wohin. Heute können sie das Grab ihres Freundes besuchen. Wer für die möglichen Kriegsverbrechen verantwortlich ist, steht für Nikita jedenfalls fest. Das ist alles Putins Schuld. Er hat geglaubt, dass hier überall Faschisten leben. Die Schuld Russlands soll nun auch neue Funksprüche beweisen, abgefangen vom deutschen Bundesnachrichtendienst. Russische Soldaten sollen sich über die Hinrichtung von Zivilisten unterhalten haben, berichtet das Nachrichtenmagazin Spiegel. Heute Morgen haben wir alle der Spiegelmeldung entnehmen können, dass nun doch belastbare
Anhaltspunkte dafür da sind, BND-Erkenntnisse, dass die furchtbaren Hinrichtungen und Morde in Butscha doch eine Systematik haben könnten und vielleicht eine Strategie des russischen Militärs sind und eben keine Exzesse von einzelnen Soldaten. Ist Butscha nur die Spitze des Eisbergs? Im wenige Kilometer weit entfernten Borodjanka läuft noch die Suche nach Überlebenden. Auch hier berichten die Bewohner von gezielten Tötungen. Viele Menschen sind unter den Trümmern der Wohnhäuser begraben. Die Scharfschützen haben am helllichten Tag auf uns geschossen. In den Städten um Kiew kehrt trotz allem das Leben zurück auf die Straße. Anders die Lage in Mariupol. In den Luftschutzkellern der eingeschlossenen Hafenstadt versucht man, die Kinder abzulenken. Wir haben große Angst, sagt sie. Denn ein Großangriff Russlands im Osten des Landes stehe kurz bevor, befürchten Militärbeobachter. Wer kann, versucht zu fliehen. In den Schützengräben an der Front beziehen die ukrainischen Soldaten Stellung. Man will vorbereitet sein. Dafür brauche es laut dem ukrainischen Außenminister Kuleba vor allem eines. It's weapons, weapons. And weapons. Und die wird es auch geben, verspricht man beim heutigen Treffen der NATO-Außenminister. Wir werden ein breites Spektrum an Waffensystemen zur Verfügung stellen, sowohl altes als auch modernes Gerät. Denn dieser Krieg sei noch lange nicht vorbei. Er könnte noch Wochen, Monate oder möglicherweise sogar Jahre dauern. Nikita und Diana beten jetzt erstmal für Ruhe. Während der Besatzung habe sie nächtelang geweint, erzählt Diana. Nun hofft sie darauf, endlich wieder schlafen zu können. Die europäische Einigkeit der letzten Wochen im Umgang mit Russland bröckelt langsam. Ein neues fünftes Sanktionspaket hat sich wegen Unstimmigkeiten zuletzt verzögert. Heute Abend wurde es dann beschlossen. Es soll vor allem ein Embargo russischer Kohle bringen und noch diese Woche in Kraft treten. Auch beim Umgang mit russischen Diplomaten gibt es Uneinigkeiten. Österreich hat nun, nach anfänglichen Zögern, so wie andere Länder russische Diplomaten ausgewiesen. Sehr groß ist der Schritt allerdings nicht. Von den 146 von Russland in Österreich akkreditierten Personen müssen nun 4 das Land verlassen. Regina Pöll und Patrick Ruska. Jetzt also doch. Österreich weist 4 russische Diplomaten aus, 3 Angehörige der Botschaft in Wien und einen des Generalkonsulats Salzburg. Bis spätestens 12. April müssen sie das Land verlassen haben. Am Dienstag hatte Außenminister Schallenberg in der ZIP2 noch erklärt. Wir haben bisher in Österreich die Politik gehabt, dass wir nicht sozusagen im Bausch und Bogen als Selbstzweck ausweisen, sondern dann, wenn nachweisbar ist oder es klare Hinweise gibt, dass eine Verletzung der Wiener Diplomatenrechtskonvention vorliegt. Nun schließt sich Österreich doch den Sanktionsmaßnahmen anderer EU-Länder gegen russische Diplomaten an. Eine Sprecherin des Ministers erklärte die Ausweisung der 4 Betroffenen mit Handlungen, die mit ihrem diplomatischen Status nicht vereinbar seien. Dem Vernehmen nach geht es um Geheimdiensttätigkeiten. Näheres will das Außenministerium auf Nachfrage der ZIP2 nicht bekannt geben. Der russische Botschafter, der seit Ausbruch des Krieges Lügen und Propaganda verbreitet, beklagt, Österreich habe keine Beweise für eine rechtswidrige Tätigkeit der Diplomaten vorgelegt. Die Entscheidung nennt er offen unfreundlich. Wir möchten daran erinnern, dass Versuche, sich hinter fragwürdigen Prinzipien jeglicher Solidarität tarnend Russland zu verletzen und in die Knie zu zwingen, zu nichts Gutem führen. Es ist bedauerlich, dass Vertreter der österreichischen politischen Klasse ein so kurzes historisches Gedächtnis haben. Freilich hat das Außenministerium lange gezögert und insgesamt sind die 4 Ausweisungen bei 146 akkreditierten Russen eher ein symbolischer Akt. Für den ehemaligen Staatssekretär im Außenministerium und Leiter der Diplomatischen Akademie, Hans Winkler, eine späte, aber dennoch richtige Entscheidung des Außenministers. Es hat fast alle Staaten der Europäischen Union haben es gemacht und es war völlig richtig. Es war auch meines Erachtens in der Größenordnung richtig, weil man natürlich bedenken muss, dass die österreichische Botschaft in Moskau wesentlich kleiner ist und man damit rechnen muss, dass Russland eine reziproke Maßnahme setzen wird.
Auch eine mögliche Rede des ukrainischen Präsidenten im Nationalrat, wie von den NEOS angeregt, hat es bisher nicht gegeben. Die SPÖ hatte zunächst gebremst und auf die Neutralität Österreichs verwiesen. Die FPÖ war und ist sowieso dagegen. Etwa in Deutschland, Italien, den USA und Kanada, aber auch im EU-Parlament hat Zelensky bereits per Video zu den Abgeordneten gesprochen. Our friend, Volodymyr Zelensky. Ich wäre dafür gewesen, dass er die Gelegenheit gehabt hätte, im Parlament zu sprechen und nicht nur das, dass man auch nachher darüber diskutiert hätte. Und ich halte diese Argumentation, dass das mit der Neutralität irgendetwas zu tun hat, für völlig absurd. Dazu kommt Österreichs Rolle in der EU beim Thema Wirtschaftssanktionen. Eine Mehrheit der EU-Parlamentarier hat heute einen sofortigen Lieferstopp von Öl, Kohle und Gas aus Russland gefordert. Von den österreichischen Abgeordneten haben alle für die Resolution gestimmt. Nur die drei FPÖ-Abgeordneten haben sich in dieser Frage enthalten. Adopted. Beschlossen werden die Sanktionen aber von den EU-Staaten und vor allem gegen ein Gasembargo sind gleich mehrere Länder, darunter auch Deutschland und Österreich. Und live in unserem Interviewstudio ist jetzt NEOS-Parteichefin und Klubobfrau Beate Meindl-Reisinger. Einen schönen guten Abend. Schönen guten Abend, Herr Tür. Frau Klubobfrau, die NEOS stimmen im EU-Parlament für eine Resolution für einen Importstopp von russischem Gas. Sollte Österreich also sofort den Gashahn aus Russland zudrehen? Also zum einen muss ich sagen, das war ja heute eine breite Mehrheit im Europäischen Parlament für dieses sofortige Embargo, auch parteiübergreifend. Und ich halte das für ein sehr wichtiges Signal. Warum? Wir alle wollen Frieden und den sehr rasch. Und zwar aus folgendem Grund, weil auch das Nichthandeln oder ein Fortführen des Krieges einerseits moralisch, wir sehen die Bilder aus Butscha, wir bekommen täglich die Bilder auch aus anderen Städten, Mariupol, wo wir noch nicht einmal wissen, wie viele Zivilisten schon hingerichtet, gestorben, im Bombenhagel gestorben sind. Wir haben eine moralische Verpflichtung, hier als Europa zusammenzustehen und unserem Freund der Ukraine zu helfen. Es ist gut, aber auch eine Gas sofort abdrehen? Es ist aber auch eine wirtschaftliche Frage, denn ein jahrelanger Krieg an der Grenze Europas hat auch Kosten. Und das kommt mir in der Diskussion immer ein wenig zu kurz. Faktum ist, wir finanzieren derzeit diesen aggressiven Angriffskrieg Wladimir Putins. Wir finanzieren damit auch die Kriegsverbrechen, die passieren. Und darum geht es. Es geht jetzt darum, dass wir rasch für Frieden sorgen und vor allem diese Finanzierung stoppen. Wir haben hier schon seit Tagen, und jetzt konkret zu Ihrer Frage, oder Wochen Vorschläge gemacht. Österreich muss hier wesentlich entschlossener auch für Sanktionen beitreten. Da gibt es viele Stufen davor. Das beginnt bei den Oligarchen, beim Einfrieren von Vermögen, wo ich mir deutlich mehr Entschlossenheit erwarte. Aber es geht eben auch um die Frage von Öl und Gas. Das muss man ein bisschen trennen. Keine Frage. Also Öl trifft uns weniger als Gas. Beides trifft uns wirtschaftlich massiv. Sollte Österreich nicht dazu bereit sein, so wie das auch Deutschland, dann schlagen wir seit Wochen auch das vor, was jetzt die estnische Ministerpräsidentin heute vorgeschlagen hat, nämlich die Zahlung auf ein Treuhandkonto. Damit kommen wir unseren Verpflichtungen nach, aber es ist völlig klar, dass wir damit stoppen, die Finanzierung dieses aggressiven Angriffskriegs und der Kriegsverbrechen. Niemand weiß, ob Wladimir Putin danach noch Gas liefern würde. Mich würde aber interessieren, was würden Sie denn wollen, was würden Sie denn fordern? Sollte Ihrer Meinung nach das Gas sofort abgedreht werden? Sollte die EU, sollte Österreich das Gas abdrehen? Denn das hätte ja enorme wirtschaftliche Folgen für Österreich. Eine schwere Rezession wäre die Folge, bis hin vielleicht sogar zu möglichen Blackouts. Die Arbeitslosigkeit würde steigen. Könnte sich das Österreich überhaupt leisten? Also mehrere Dinge. Sie haben es selber angesprochen. Das Risiko besteht, dass Putin das Gas abdreht. Das Risiko besteht ohnehin. Auch darauf weisen wir jetzt schon seit Wochen hin, dass das natürlich ein möglicher sozusagen Eskalationsschritt, Aggressionsschritt ist Putins in diesem Krieg. Und ich warne davor, dass das im Oktober oder November passiert und sage auch deshalb schon seit Wochen, dass es endlich einen Plan braucht, diese Regierung, was passiert, wenn das Gas abgedreht wird. Das ist auch nicht jetzt aus der Luft gegriffen. In der Ukraine ist genau das auch einmal passiert. Zum anderen, es geht darum, diese Finanzierung des Krieges, also die Finanzierung von Bomben, die Finanzierung von Munition, die Finanzierung letztlich von Kriegsverbrechen, und wir werden uns auch vor der Geschichte rechtfertigen müssen, in dieser Frage zu stoppen.
Österreich ist wie kaum ein anderes Land abhängig vom russischen Gas und Sie haben völlig recht, das hätte dramatische wirtschaftliche Auswirkungen. Das heißt aber nur, damit wir es konkret machen, Österreich sollte sofort oder möglichst schnell aus russischem Gas aussteigen. Ich habe zwei Dinge dazu. Lassen Sie mich bitte ausreden. Erstens einmal, Sanktionen, also ich höre da immer den Satz, Sanktionen sind nur dann sinnvoll, wenn sie dem zu Sanktionierenden schaden. Das halte ich für falsch, denn wir müssen hier ein Stoppschild aufstellen und dieses Stoppschild ist nur dann glaubwürdig, wenn wir auch bereit sind, Opfer zu bringen. Also, aber zum Zweiten, ich habe das auch gesagt, der Vorschlag liegt von uns am Tisch. Es gibt zwei Alternativen zu einem gänzlichen Embargo. Das eine ist die Zahlung über ein Treuhandkonto, damit ist es auch aus mit dem Stützen des Rubels und darum geht es ja Wladimir Putin, oder aber Strafzölle. Beide Vorschläge sind sehr konstruktiv und bei beiden Vorschlägen steht das Ziel im Mittelpunkt, rasch Frieden zu schaffen, weil die Alternativen auch wirtschaftlich enorm teuer werden. Jetzt hat sich Wladimir Putin bisher von den Sanktionen, die es ja seit 2014 teilweise sogar gibt, nicht beeindrucken lassen, hat den Krieg in der Ukraine nicht gestoppt. Was macht sie so sicher, dass eine weitere Steigerung der Sanktionen diesen Krieg dann beenden würde? Wissen Sie, Herr Thür, uns macht hier in dieser Situation nichts sicher. Und das ist die schwierige Situation, in der Politik ist. Politik muss auch in solchen Phasen Entscheidungen treffen, die auf Annahmen beruhen, auf Modellen beruhen, aber vor allem klar Leadership zeigen und ein Ziel im Auge haben. Und mein Ziel, unser Ziel als NEOS ist ganz klar, dass wir rasch Frieden wiederherstellen und zwar unter der Wahrung der territorialen Integrität der Ukraine. Das ist ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg. Es ist damit auch ein Angriff auf unsere Werte und ein Krieg unmittelbar vor der europäischen Haustür. Und Sie haben auch recht, die Sanktionen haben bis jetzt nicht die Wirkung gezeigt, die wir alle erhofft haben. Putin ist nicht an den Verhandlungstisch gezwungen. Aber ich frage Sie, was ist die Alternative? Wenn wir jetzt nicht entschlossen handeln, dann besteht die hundertprozentige Wahrscheinlichkeit, dass dieser Krieg fortgeführt wird. Dass wir weitere Kriegsverbrechen sehen, dass aber tausende Menschen sterben werden. Kinder, Frauen, Männer. Es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass der Krieg überschwappen wird und wir sehr wohl auch Instabilitäten in Europa sehen werden. Daher, wenn man handelt, dann muss man jetzt handeln. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder militärisch, das wollen wir aus gutem Grund nicht, auch als neutraler Staat. Und auch die NATO ist hier zu Recht zögerlich, auch wenn wir jetzt eben gehört haben, dass hier doch weitere Schritte geplant sind. Oder eben wirtschaftlich. Das ist eine scharfe Waffe, die muss man nur klug einsetzen, mit kühlem Kopf. Aber die Vorschläge liegen am Tisch und ich erwarte mir hier von Österreich, sich nicht hinter der Neutralität zu verstecken, sondern eine klare Haltung zu haben. Weil Sie jetzt die Neutralität schon selbst angesprochen haben und es gut finden, dass Österreich sich wegen der Neutralität in diesen Konflikt nicht einmische. Sie fordern auch eine aktive Teilnahme Österreichs an der EU-Armee. Das heißt aber eigentlich real auch ein Ende der Neutralität, oder? Die Neutralität ist da auf einen Kern, nämlich die militärische Neutralität, wenn Sie so wollen, zurückgeschmolzen durch den Beitritt Österreichs zur Europäischen Union. Österreich ist auch komplett beigetreten der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik Europas und das halte ich für gut so. Jetzt ist gerade die Diskussion zu einer Aufstockung und zu weiteren EU-Battlegroups. Sie haben ja auch darüber berichtet. Und ich bin der Ansicht, dass wenn jetzt auch die Diskussion ist darüber, dass das Budget für das österreichische Bundesheer erhöht werden sollte, das klar mit einem Bild gemeinsam in Europa passieren sollte. Das heißt mit dem Blick auf eine gemeinsame Beschaffung oder auch die Spezialisierung. Was meine ich damit? Wenn man so etwas aufbaut, und ich halte das für sehr wichtig, das zu tun in Europa und auch, dass Österreich einen Beitrag leistet, dann muss man sich verlassen können auch darauf, dass Österreich hier ein verlässlicher Partner ist. Und dafür sind wir NEOS immer eingetreten. Frau Glober, Frau, vielen Dank für das Gespräch und einen schönen Abend. Danke sehr. Als Krisenmanager, da ist meine Kamera, als Krisenmanager hat der französische Präsidentschaftskandidat Emmanuel Macron bei den Wählerinnen und Wählern punkten können. In den Umfragen ist er nach Beginn des Krieges in der Ukraine abgehoben. Jetzt aber, wenige Tage vor der Präsidentschaftswahl am Sonntag, schmilzt sein Vorsprung rasant dahin. Seine Rivalin Marine Le Pen vom rechtsextremen Rassemblement National holt deutlich auf und hat beste Chancen, es in die Stichwahl zu schaffen. Aus Paris, Cornelia Primosch. Ein selten lahmer Wahlkampf ohne jede Leidenschaft geht in den Endspurt. 12 Kandidatinnen und Kandidaten wollen in den Élysée-Palast einziehen oder im Fall von Emmanuel Macron dort bleiben. 5 Jahre nach seinem Amtsantritt ist von der anfänglichen Begeisterung nichts mehr übrig. Der Ukraine-Krieg, die stark steigenden Preise und die schwächelnde Kaufkraft sind die größten Sorgen der Menschen.
Es fehlt an Optimismus und Hoffnung im Land. Es wird schwierig, das Land wieder aufzurichten. Dafür braucht es ein Wunder. Ich mag Macron. Man kann ihm keinen Vorwurf machen, denn man muss dieses Land erst verändern können. Momentan sehe ich keinen, der in der Lage wäre, uns zu sagen, dass es wieder besser wird. Sie haben keine Lösungen. Mit Antworten lockt der äußere politische Rand. Der ehemalige Journalist Éric Zemmour vertritt einen klar identitären Kurs, der ihm zwischendurch einen Umfragenhöhenflug beschert hat. Aufwind hat nun aber Marine Le Pen, die heute Abend in Perpignan Sympathisanten einschwört. Die Chefin vom rechtsextremen Rassemblement National wirkt gegen Zemmour zahm, zumal sie ihre Positionen abgeschwächt hat. Sie kann Titelverteidiger Emmanuel Macron gefährlich werden, wie der langjährige Politbeobachter urteilt. Marine Le Pen ist die Kandidatin der nationalen Rückkehr. Sie sagt, die Globalisierung sei zu weit gegangen und will zum Protektionismus zurückkehren, wirtschaftlich, politisch und kulturell. Hingegen stehe Emmanuel Macron hier bei seiner einzigen großen Wahlveranstaltung in La Défense bei Paris für die offene, kosmopolitische Gesellschaft, die Kraft der Mitte. Damit lässt er den ehemaligen Großparteien keinen Platz in diesem Wahlkampf. Keine der beiden Kandidatinnen, der Konservativen und der Sozialisten, dürfte es in den entscheidenden zweiten Wahlgang schaffen. Die Linke mit ihrer großen sozialistischen Partei und die Konservativen sind drauf und dran, in Frankreich zu verschwinden. Damit deutet nach dem ersten Wahlgang alles auf ein Rennen zwischen Marine Le Pen und Emmanuel Macron hin, so wie es schon vor 5 Jahren der Fall war. Und wir gehen jetzt live nach Paris zum Politologen Henri Menutier. Einen schönen guten Abend. Guten Abend. Herr Professor, ist das so? Ist eine Stichwahl zwischen Emmanuel Macron und Marine Le Pen eine ausgemachte Sache? Ich glaube schon, ja. Das einzige Problem ist, wer wird der Erste sein? Wird es Macron sein oder wird es Le Pen sein? Was noch vor 2-3 Wochen als unmöglich erschien, scheint heute eine Möglichkeit zu sein. Das heißt, dass Frau Le Pen ist zurzeit dabei, viele Stimmen für sich zu gewinnen. Und der Abstand zwischen Präsident Macron und sie ist wirklich sehr klein geworden. Halten Sie es für möglich, dass Marine Le Pen, wenn sie es in eine Stichwahl mit Emmanuel Macron schafft, diese Stichwahl dann auch gewinnen könnte? Nein, ich glaube nicht. Also das wäre ja wirklich ein sehr großes Unglück für Frankreich. Ich nehme an, dass, wenn es sehr knapp wird zwischen Macron und Le Pen, dass es also einen Aufruf geben wird der republikanischen Kräfte. Weil ich kann mir gar nicht vorstellen, dass die Konservativen in Frankreich sowie die Anhänger der Linken sich irgendwie für Frau Le Pen als Präsidentin einsetzen könnten. Die Dame hat sich zwar etwas nicht mehr so, sieht mir nicht so gefährlich aus wie vor 5 Jahren, aber immerhin, wenn man genau untersucht, so was sie will, was sie erreichen will und wie sie das machen will, das wäre eine reine Katastrophe, nicht nur für Frankreich, sondern auch für die gesamte Europäische Union. Mhm. Marine Le Pen denkt ja zum Beispiel über einen NATO-Austritt nach, will mit Wladimir Putin zusammenarbeiten. Sind solche Gedanken, sind solche Positionen in Frankreich mehrheitsfähig? Nein, sie sind nicht mehrheitsfähig. Sie werden da so von der Extremrechte getragen. Und vorgetragen oder auch von beispielsweise von Mélenchon, also von der extrem Linken. Aber die große Mehrheit in Frankreich also bleibt dafür, dass wir in der NATO bleiben und dass wir gleichzeitig aber die europäische Verteidigung etwas verstärken. Ja, das ist die große Absicht von Präsident Macron. Er will zwar, dass wir die NATO behalten, aber er möchte auch, dass die Europäische Union eine größere Rolle spielt, eine größere Souveränität in dem Bereich Sicherheit und Verteidigung erreichen könnte.
Präsident Emmanuel Macron hat es geschafft, im Ukraine-Konflikt als Staatsmann aufzutreten. Er hatte allerdings auch viel Gegnerschaft in den letzten 5 Jahren, die Gelbwesten-Proteste etwa. Was ist denn aus dem großen Reformprojekt, das er versucht hat aufzubauen, übrig geblieben? Ist da noch viel an Reformwillen übrig? Ja, er hatte viele Reformen vor. Er hat schon einiges verändert, also besonders im sozialen Bereich. Was die Wirtschaft angeht, steht Frankreich nicht so schlecht da, weil die Inflation ist nicht so hoch wie in anderen europäischen Ländern und die Arbeitslosigkeit hat ziemlich stark abgenommen. Aber Frankreich hat ernste wirtschaftliche Probleme. Beispielsweise ist das Land sehr hoch verschuldet, wie praktisch alle Mittelmeerländer. Und es hat eine starke Desindustrialisierung in Frankreich gegeben, sodass viele Arbeitsplätze verloren wurden. In dem Bereich Außenhandel haben wir auch sehr große Probleme, weil das Defizit ist enorm geworden. Was mir ein bisschen Sorgen macht, ich habe den Wahlkampf natürlich sehr genau verfolgt, aber eigentlich keiner der Kandidaten hat sich ernsthaft mit der Frage der Verschuldung auseinandergesetzt. Das heißt also, wie wird es weitergehen? Und wenn man die Programme genau untersucht, kann man feststellen, dass alle Parteien, alle Kandidaten wollen also mehr Geld verteilen vom Staat, aber es wird nicht gesagt, wie kann man also auch Geld sparen und wie soll man diese großen sozialen Programme finanzieren, wenn man die Steuern nicht erhöht. Alle wollen eigentlich die Steuern nicht erhöhen. Also es gibt einige große Widersprüche in diesem Wahlkampf. Kaum Chancen. Ganz kurze letzte Frage. Haben ja offensichtlich die Konservativen, warum kommen denn die Republikaner, die in der Geschichte Frankreichs so wichtig war, gar nicht auf die Beine? Ja, sie sind in einer sehr schwierigen Lage, ganz einfach, weil einmal die Kandidatin der Konservativen, die Frau Pécresse, kann sehr schlecht reden. Ihre Reden kommen sehr schlecht an. Dadurch hat sie sehr an Glaubwürdigkeit verloren. Und ihre Partei ist eigentlich zerrieben zwischen der Extremrechte und zwischen Macron. Und wahrscheinlich wird diese Partei nach der Wahl irgendwie zusammenbrechen. Und ein Teil wird also zu Macron gehen, ein Teil wird der andere Teil wird dann zu der Extremrechte geben. Das heißt also, es wird vielleicht also ein Drittel der aktuellen Partei wird übrig bleiben. Das heißt, ihre Rolle wird also sehr stark abnehmen. Es ist überhaupt also eine Entwicklung, die man in Frankreich, aber auch in anderen Ländern beobachten kann, wo die großen Nachkriegsparteien sehr stark an Bedeutung verloren haben. Denken Sie in Deutschland beispielsweise die Rolle der CDU-CSU sehr stark abgenommen hat. Herr Professor Menaudier, merci beaucoup und alles Gute nach Frankreich. Einen schönen Abend. Bonsoir. Damit sagen wir jetzt schon auf Wiedersehen zu allen, die über Dreisatz zugesehen haben. Noch einen angenehmen Abend aus Wien. Nach Wien jetzt, wo nach der Räumung der besetzten Baustelle in der Lobau heute die Bauarbeiten planmäßig fortgesetzt wurden. Der Lobau-Tunnel wurde ja durch Verkehrsministerin Gewessler gestoppt. Die Stadtstraße, 3 Kilometer lang, soll aber gebaut werden. Dienstagvormittag haben 400 Beamte der Landespolizeidirektion Wien die rund 30 Klimaaktivistinnen und Aktivisten im Auftrag der ASFINAG vom Areal entfernt. Diese werfen der Polizei jetzt Übergriffe bei der Räumung vor, wie Christian Hoffmann berichtet. 3 Beamte ziehen einen jungen Mann von einem Bagger. Daraufhin tritt ein Polizist offensichtlich gegen den Klimaaktivisten. Dieser junge Mann auf dem Handyvideo ist Jonas, der 22-Jährige. Er hebt nun schwere Vorwürfe gegen die Wiener Polizei. Ich bin dann am Boden gelandet und habe zuerst überhaupt nicht verstanden, was passiert ist. Es ist nicht normal, dass Polizistinnen sich vom Bagger auf diese Art treten. Jonas wollte sich gegenüber der Polizei nicht ausweisen und wurde mit anderen Baustellenbesetzern für 24 Stunden im Wiener Polizeianhaltezentrum in der Rosauer Kaserne festgehalten. Anzeige gegen die Polizei will Jonas nicht erstatten. Es passiert viel zu häufig, es passiert oft und solche Verfahren gegen Polizistinnen haben selten einen Erfolg.
Die Wiener Polizei, die von der Autobahngesellschaft Asfinag mit der Räumung der Baustelle beauftragt wurde, spricht von einem sehr guten Einsatz am Dienstag. Es gibt von polizeilicher Seite nichts zu beanstanden. Zu dem konkreten Vorfall am Bagger heißt es: Am Video ist auf jeden Fall eine Bewegung vom Bein aus zu sehen. Jedoch wird das jetzt intern überprüft vom Referat für besondere Ermittlungen. Und dann werden wir sehen, inwiefern diese Körperkraftanwendung auch gerecht war. Freiwillig wollten die Aktivistinnen und Aktivisten die seit Monaten von ihnen besetzte Baustelle in der Hirschstädtner Straße nicht verlassen, trotz mehrmaliger Aufforderung der Behörden. Einige Personen hatten sich in einer Holzhütte an einem mit Beton gefüllten Einkaufswagen angekettet. Andere saßen in einem Erdloch und haben dort ihre Hände an einem Stahlrohr fixiert. Wenn das die Grenze ist, wo wir aufgeben, wo wir nach Hause gehen, wenn die Polizei kommt, dann können wir die Klimakrise nicht verhindern, können wir die Stadtautobahn nicht verhindern. Der Tritt des Beamten muss verhältnismäßig und begründet sein. Polizeiintern wird nun ermittelt, ob eine Körperverletzung vorliegt. Erhärten sich die Vorwürfe, stellt die Staatsanwaltschaft einen Strafantrag gegen den Polizisten. Und wir blicken jetzt noch schnell auf weitere Meldungen vom Tag. Grünen-Clubchefin Sigrid Maurer ist in der Wiener Innenstadt von einem Corona-Maßnahmen-Gegner angegriffen worden. Er soll sie verbal attackiert und ihr ein Glas ins Gesicht geschlagen haben. Maurer blieb unverletzt. Der Angreifer wurde von der Polizei gestellt. Gegen ihn wird wegen versuchter Körperverletzung ermittelt. Im ÖVP-Untersuchungsausschuss war heute der Leiter der Finanzprokuratur Wolfgang Peschon geladen. Er kritisiert den Einfluss von, wie er sagt, Seilschaften und Berater- und Interessensnetzwerken auf Entscheidungsträger der Republik. Welche Netzwerke er meint, sagt Peschon nicht. Aber die Finanzprokuratur habe sich diesen widersetzt und sei deshalb Repressalien ausgesetzt gewesen. In Deutschland ist die Einführung einer Corona-Impfpflicht gescheitert. 378 Abgeordnete haben im Bundestag gegen die Impfpflicht ab 60 Jahren gestimmt und nur 296 dafür. Es ist die erste bedeutende Niederlage der Ampelkoalition von Kanzler Olaf Scholz. Ein türkisches Gericht hat den Prozess zum Mord am saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi gestoppt und nach Saudi-Arabien verlegt. Die Angeklagten seien ausländische Staatsbürger und das Verfahren deshalb ins Stocken geraten, so die Begründung. Menschenrechtsaktivisten kritisieren, jede Chance auf Gerechtigkeit sei damit vertan. Und wie das Wetter in den kommenden Tagen wird, weiß jetzt noch Manfred Bauer. Die Niederschlagsfelder von Tiefdruckgebieten erfassen zeitweise unser Land. Am Wochenende werden wir an die kalte Rückseite eines solchen Tiefs kommen. Insgesamt bleibt es unbeständig. Nach einem teils nassen Tagesbeginn kann sich das Wetter vorübergehend beruhigen, doch bis morgen Abend erfassen die nächsten massiven Schauerstaffeln unser Land. Am Samstag wird es dann überall nass, vorübergehend stürmisch und im Gebirge winterlich. Im Laufe des Sonntags wird es freundlicher. Die Höchstwerte liegen aber um 8, um 10 und um 12 Grad. Hier auf ORF2 geht es jetzt weiter mit dem Wirtschaftsmagazin Eco und Dieter Bornemann. Wie hart müssen Wirtschaftssanktionen gegen Russland sein, damit Putin den Krieg beendet? Und wie sehr trifft es Österreich, wenn kein russisches Gas mehr kommt? Dann berichten wir, warum die Energiewende an bürokratischen und finanziellen Hürden scheitern könnte, am Beispiel von Solarenergie. Und wir beleuchten den Fall einer staatlichen Postenbesetzung im Medizinbereich, der für ziemlichen Wirbel sorgt. Jetzt gleich nach der ZIP 2 in Echo. Und zu den Ereignissen in Tel Aviv meldet sich Tim Kupol nochmal in der ZIP-Nacht um 22.50 Uhr in ORF1 bei Madeleine Grohmann. Das war die Zeit im Bild 2 für heute Donnerstag. Noch einen schönen Abend und eine gute Nacht.